Wie bereits gestern verschiedentlich angekündigt, erlauben Sie mir ein paar einleitende Worte. Gestern haben Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft München I zwei Standorte der BMW AG untersucht. Diese Untersuchung steht in Zusammenhang mit einer fehlerhaft zugeordneten Software. Sie kennen dieses Thema von Ende Februar. Wir selbst haben gemeldet, diese Software wurde in ca. 11.400 Fahrzeugen bestimmter Modellversionen des BMW 57D und des BMW M50D irrtümlich aufgespielt. Ein Rückruf dazu ist beim KWA beantragt. Alle weiteren Schritte erfolgen in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Wir nehmen den Fall ernst und unterstützen die Behörden vollumfänglich bei ihrer Arbeit. Es bleibt dabei, es handelt sich bei dem Vorfall um eine fehlerhafte Softwarezuordnung und nicht um eine gezielte Manipulation der Abgasreinigung. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns darüber hinaus im Rahmen der Bilanzpressekonferenz nicht weiter äußern werden. Soweit dazu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun zu unserer Bilanzpressekonferenz. Wir freuen uns sehr, Sie alle hier in der BMW-Welt begrüßen zu dürfen. Ich begrüße auch alle Zuschauer, die unsere Konferenz live im Internet verfolgen. Sie wird dort später natürlich auch abrufbar sein. Herzlich begrüße ich auch alle Journalisten, darunter übrigens heute 80 internationale Kollegen aus 24 Ländern. Die Konferenz, Sie sehen es, wird für Sie simultan übersetzt. Die Kanäle sehen Sie hier. Wir berichten heute über das vergangene Geschäftsjahr und wir geben einen Ausblick. Den Geschäftsbericht 2017, unser Jahrbuch und das Sustainability Factbook haben Sie im Vorfeld erhalten. Unser Jahrbuch steht ganz im Zeichen der Elektromobilität und der Menschen, die dahinter stecken. Ich möchte Sie auch auf die neu gestaltete Online-Fassung des Geschäftsberichtes hinweisen. Sie können dort interaktiv einen Blick in das Unternehmen werfen. Zum Beispiel über das animierte 90-Sekunden-Intro, das kurz und knapp wichtige Kennzahlen des Unternehmens vorstellt. Den kompletten Nachhaltigkeitsbericht 2017 finden Sie ebenfalls online. Dort können Sie auch den nicht finanziellen Bericht einsehen, zu dem wir in diesem Jahr zum ersten Mal gesetzlich verpflichtet sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße auf dem Podium den Vorstand der BMW AG und traditionell zu meiner Linken den Vorstandsvorsitzenden Harald Krüger, neben Herrn Krüger Klaus Fröhlich, Vorstand für Entwicklung. Dann darf ich Ihnen ein neues Vorstandsmitglied vorstellen, Peter Nota, seit dem 1. Januar 2018 Vorstand des Ressorts Vertrieb und Marke BMW. Und ganz links außen Markus Düßmann, Vorstand des Ressorts Einkauf und Lieferantennetzwerk. Zu meiner Rechten, ich brauche ihn nicht mehr vorstellen, unser Finanzvorstand Dr. Nikolaus Peter. Dann Frau Kainja André, verantwortlich für Personal und Sozialwesen und auch Arbeitsdirektorin. Neben Frau André Oliver Zipsel, Vorstand für Produktion. Und ganz außen Peter Schwarzenbauer, Vorstand für Mini, Rolls-Royce, BMW Motorrad, Kundenerlebnis und Digital Business Innovation BMW Group. Das sind Titel. So, was erwartet Sie am heutigen Vormittag? Zunächst gibt Herr Krüger eine kurze Einführung, danach folgt Dr. Peter mit einem detaillierten Überblick über die Geschäftsentwicklung 2017 und dem Ausblick 2018. Im Anschluss stellt Ihnen Herr Krüger dann die Umsetzung der Strategie Number One Next und die neuesten Modelle vor. Und danach kommen wir dann wie immer zu Ihren Fragen. Soweit meine einleitenden Worte und ich übergebe nun das Wort an Herrn Krüger. Bitte schön. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen zu Beginn aufzeigen, wie ich die Situation der BMW Group sehe. Ich bin seit 26 Jahren im Unternehmen. In dieser Zeit haben wir viele Herausforderungen, Trends und Transformationen erlebt. Für die BMW Group gilt, sie hat ihr Geschäft stets erfolgreich weiterentwickelt. Das war auch im Geschäftsjahr 2017 so. Wir haben unsere Ziele erreicht.
über 2,4 Millionen verkaufte Automobile und 164.000 Motorräder sind ein neuer Rekord. Mit dem Konzern sind wir klar die Nummer 1 im Premium-Segment, seit nunmehr 14 Jahren. 2018 soll unser 9. Rekordjahr werden. Das ist mein Ehrgeiz. Wir streben wieder neue Bestwerte an. Bei Absatz und Umsatz im Segment Automobile streben wir wieder neue Bestwerte an. Ich bin sicher, die BMW Group hat Zukunft. Sie wird die Mobilität von morgen erfolgreich gestalten. Für mich gibt es 4 wesentliche Gründe. Erstens, der Erfolg der BMW Group basiert auf ihren 4 starken Marken. BMW, Mini, Rolls-Royce und BMW Motorrad. Sie alle stehen für Premium und Luxus. Kunden auf der ganzen Welt schätzen unsere Produkte und Services. Das spiegelt sich auch im aktuellen Ranking der World's Most Admired Companies von Fortune wieder. Die BMW Group ist unter den Top 20. Sie ist nicht nur der beste Automobilhersteller, sondern auch das beste europäische Unternehmen in dieser renommierten Rangliste. Fast 90% unserer Automobile verkaufen wir außerhalb Deutschlands. Die größte Modelloffensive unserer Geschichte läuft auf Hochtouren. Wir sind jetzt in Phase 2. In diesem Jahr bringen wir noch einmal 20 neue und überarbeitete Modelle auf den Markt. Eine starke Offensive. Unsere neue BMW Designsprache zeigt sich in hochemotionalen Produkten. Dazu zählen wir die 8er-Reihe, der Z4 und der X4. Auch bei Antrieben finden unsere Kunden ein breites Angebot. Vom E-Antrieb über den Plug-in-Hybrid bis hin zum hocheffizienten Verbrenner. Zweitens, wir werden die Kunden künftig noch besser verstehen und sie begeistern. Wir stellen den Kunden ganz klar in den Mittelpunkt unseres Handelns. Wir denken konsequent vom Kunden her. Drittens, die BMW Group wird den technologischen Wandel anführen. Dafür stellen wir 2018 weitere strategische Weichen. In Kürze eröffnen wir unseren Campus für autonomes Fahren bei München. Im Verlauf des Jahres präsentieren wir die vollelektrischen Konzeptfahrzeuge, die alle in Serie gehen. Der erste vollelektrische BMW, der iX3, unser neuer Technologieträger BMW iNEXT, der faszinierende BMW iVision Dynamics, den ich in Genf als BMW i4 angekündigt habe. Das ist das Fahrzeug, was da drüben steht. iNEXT und i4 fertigen wir in Deutschland. Diese Modelle beweisen unsere Innovationskraft. Allein im letzten Jahr haben wir fast 1 Milliarde Euro mehr investiert als im Vorjahr. Zugleich haben wir fast 1 Milliarde Euro mehr für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Viertens, die BMW Group befindet sich heute auf einem völlig neuen Niveau an Leistung und globaler Präsenz als noch vor wenigen Jahren. Dank unserer finanziellen Stärke stemmen wir die Transformation zur nachhaltigen und digitalisierten Mobilität aus eigener Kraft. Dazu qualifizieren wir unsere Mannschaft. Seit 2009 haben wir über 2,5 Milliarden Euro in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter investiert. Und Mitarbeiter der BMW Group eint der Wille zum Erfolg. 2017 haben wir in Deutschland und Großbritannien weniger Dieselfahrzeuge ausgeliefert. Sie emittieren bekanntlich weniger CO2 als Benziner. Trotzdem konnten wir unsere CO2-Emissionen in Europa auf 122 Gramm CO2 pro Kilometer verringern. Nachhaltige Mobilität umfasst für uns auch Produktion und Lieferkette. Wettbewerb spornt uns an, egal aus welcher Richtung er kommt. Unsere Zukunft ist eindeutig elektrisch. Mit unseren E-Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden sind wir schon heute in Europa klar die Nummer 1. Efficient Dynamics und unsere modernen Diesel begleiten uns zur nachhaltigen Mobilität. Wir haben die gesamte Wertschöpfungskette im Blick. Meine Damen und Herren, die Erfahrung lehrt, je volatiler die Zeiten, desto wichtiger sind Führung, ein klarer Fokus und finanzielle Stärke. Profitabilität bleibt für uns an erster Stelle. Aber unser Anspruch mit der Strategie Number One Next ist umfassend. Er gilt auch für die Zufriedenheit unserer Kunden,
unsere Innovationskraft für die Mobilität der Zukunft und natürlich für unsere Attraktivität als Arbeitgeber im Wettbewerb um junge Talente. In China wurde die BMW Group gerade zum attraktivsten Arbeitgeber quer über alle Branchen gewählt. So viel zum Einstieg. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre einleitenden Worte, Herr Krüger. Und nun darf ich Herrn Dr. Peter bitten. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Trotz volatiler Rahmenbedingungen hat die BMW Group 2017 ein neues Rekordjahr erreicht. Vielleicht beteiligen wir uns nicht am Wettlauf im All, aber wir liefern, was wir uns vorgenommen haben. Das achte Jahr in Folge liegt die EBIT-Marge in unserem Kerngeschäft mit 8,9% konstant im Zielkorridor von 8-10%. Und das, obwohl wir 2017 deutlich mehr Geld in Forschung und Entwicklung gesteckt haben. Einem Unternehmen, das über Jahre eine so stabile, hohe Performance liefert wie die BMW Group, ist auch in Zukunft viel zuzutrauen. Denn gerade in volatilen Zeiten gilt Profitabilität, gilt Ausdauer und Konsequenz in der strategischen Ausrichtung die Grundvoraussetzung für Innovation. Kommen wir zunächst zu den Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr. Die Vorsteuerrendite im Konzern liegt 2017 bei 10,8%. Auch hier zeigt sich unsere Konstanz. In den letzten 7 Jahren haben wir unsere Zielmarke von 10% durchgängig erreicht oder sogar übertroffen. Der Konzernumsatz hat auf 98,68 Milliarden Euro zugelegt. Das Plus von 4,8% im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen volumenbedingt. Währungseffekte vor allem aus dem schwächeren US-Dollar und dem britischen Pfund haben den Umsatzanstieg gedämpft. Das Ergebnis vor Steuern liegt mit knapp 10,7 Milliarden Euro erstmals oberhalb der 10 Milliarden Marke. Auch hier spiegelt sich die gute operative Geschäftsentwicklung im Konzern wider. Der Anstieg ist mit 10,2% etwas stärker ausgefallen als zu Jahresbeginn erwartet. Im Wesentlichen aufgrund hoher positiver Effekte im Finanzergebnis. Zu nennen sind hier vor allem erstens die ausgesprochen positive Geschäftsentwicklung unseres chinesischen Joint Ventures BMW Brilliance. Der Ergebnisbeitrag ist um 124 Millionen Euro auf 631 Millionen Euro gestiegen, getrieben durch neue Modelle wie den BMW 5er und den X1. Und zweitens, die Beteiligung neuer Investoren am Kartendienst hier mit einem positiven Effekt in Höhe von 183 Millionen Euro. Die Steuerquote ist auf 18,3% gesunken, insbesondere aufgrund von Umbewertungseffekten im Zusammenhang mit der US-Steuerreform. Ohne diesen Effekt lege die effektive Steuerquote in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Entsprechend beträgt der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2017 über 8,7 Milliarden Euro. Für die nächsten Jahre erwarten wir weiterhin eine Steuerquote um die 30%. Das vierte Quartal 2017 ist für die BMW Group trotz der hohen Kostenanspannung im Zusammenhang mit Zukunftsthemen sehr positiv verlaufen. Die Umsatzerlöse des Konzerns sind um 4,3% auf rund 26 Milliarden Euro gestiegen. Das Vorsteuerergebnis im Konzern hat deutlich auf 2,17 Milliarden Euro zugelegt. Dies ist neben der guten operativen Entwicklung auch auf das gute Ergebnis im chinesischen Joint Venture sowie auf negative Bewertungseffekte aus dem Vorjahr im übrigen Finanzergebnis zurückzuführen. Die EBIT-Marge liegt trotz hoher Vorleistungen im vierten Quartal mit 8,4% leicht über dem Vorjahresniveau. Meine Damen und Herren, wer bei Zukunftsthemen vorn dabei sein will, muss heute investieren. Stillstand gibt es bei uns nicht. Im Gegenteil, unsere Investitionstätigkeit wird sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau bewegen.
Mit 4,69 Milliarden Euro liegen die Investitionen im Konzern 2017 um fast 1 Milliarde Euro über Vorjahr. Ob Deutschland, Mexiko, USA, Südafrika oder China, wir erweitern und modernisieren unser globales Produktionsnetzwerk. Gleichzeitig investieren wir kräftig in den Ausbau unserer Entwicklungsstandorte. Wir setzen auf flexible Architekturen und integrieren alle elektrifizierten Fahrzeuge in unser bestehendes Produktionsnetzwerk. So können wir schnell auf die Kundennachfrage reagieren. Nahe München haben wir eigens einen Entwicklungscampus für das autonome Fahren aufgebaut. Hier arbeiten wir gemeinsam mit unseren starken Kooperationspartnern aus der IT- und Zulieferindustrie sowie weiteren OEMs. Und nicht zuletzt stärken wir unsere Kompetenz bei der Batteriezellforschung. Auch hier werden wir in den nächsten Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Entsprechend der hohen Vorleistungen ist die Investitionsquote 2017 auf 4,8% gestiegen. Auch 2018 stehen weitere hohe Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unserer weltweiten Standorte an. Daher rechnen wir in diesem Jahr mit einer Investitionsquote von bis zu 5%. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind 2017 deutlich angestiegen. Sie belaufen sich auf insgesamt 6,11 Milliarden Euro und liegen damit nahezu 1 Milliarde Euro über dem Vorjahreswert. Die F&E-Kosten, die in der Gewinn- und Verlustrechnung ergebniswirksam sind, haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 626 Millionen Euro erhöht.